Hallo, 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 hier ist wieder Schokibanoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Guck nicht so schräg. Ich bin der Sashi und der Till ist heute auch bei uns im Studio. Till und sein Vlog, das heißt, das ist ja sein Kanal. Sag mal hallo, Till. Hi. Ja, und wir erzählen euch heute was über den 6. Mai. Heute ist der 6. Mai und du erzählst uns, wer heute Geburtstag hat. George Clooney hat heute Geburtstag. George Clooney hat Geburtstag, ist ja schon eine geile Sau, der Typ, ne? Ja, bekannt aus Oceans 11 bis 47 oder so. Also nicht Oceans 11? Ja. 11 bis 47. Ja, genau. Ja, Oceans 11 bis 47. Oder nur so. Mal so als Übersetzung, ist ja auch wurscht, ja. 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 Aber am 6. Mai, ja, also erstmal Happy Birthday Clooney, ne? Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Ach, komm. Ja. Und am 6. Mai hat der FC Bayern München hat ja gegen den 1. FC Köln gespielt am 6. Mai 2006. Und da haben sie dann vorzeitig gegen die ersten FC Köln die Meisterschaft klargemacht in 2006. Und die Kölner waren leider Abstiegskandidat. Ein schweres Wort. Ja, ja, genau. Und somit haben sich die Bayern 2006 den 20. Meistertitel gesichert. Bist du eigentlich Fußballfan? Nein. Ah, dann ist es ja schön, mit dir über Fußball zu sprechen. Aber apropos Abstieg. Was denn? Ja, Abstieg. Warum bist du das letzte Mal von der Waage runtergegangen? Morgens hier verkackeiern oder was? Nein, ist ernst gemeint. Ach so, ist das nächste Thema? Ja. Ja, ach so, was ist heute? Internationaler Anti-Diät-Tag. Anti-Diät-Tag. Ja, finde ich ganz super. Ganz wichtig, ja. Weil ich bin ja auch so ein Typ, der... machst du Diäten? Ja, immer wieder. Ja, und? Das nützt nichts. Nützt nichts. Aber temporär schon, oder? Nein, also meine Diäten sehen eher so aus Schokolade, Gummibärchen. Ach so, die Schokoladensalate und sowas machst du dann. Genau. Ja, ich kenne auch die Schokoladensalate, die sind total lecker, aber die sind natürlich auch, also für den Anti-Diät-Tag, heute Tag des Schokoladensalats, kann man machen, ja, Anti-Diät-Tag, heute keine Diät machen, heute als hier Rinn und so ein Zeug. Ne? Gibt euch es richtig. Ja, genau, aber am 6. Mai 1994, ja, da ist der Tunnel zwischen Calais und Dover, der den Verkehr freigegeben worden. Wow. Ja, bist du schon mal in... Ich bin da noch nie durchgefahren. Ich auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich war noch nie in England. Müssen wir mal so eine Geschäftsreise machen. Ja, sehr gerne. Geschäftsreise nach Dover. Ja, ich lasse mich gerne einladen. Ja, Dover geht's eigentlich gar nicht. Nee, also wenn man eine Geschäftsreise macht, dann macht man doch hier so Malle, Ibiza oder Acapulco. Ach, wir können auch London machen, ist auch nicht schlecht. Ja, aber es geht ja um Dover. Ja, was meinst du, wenn wir da hin wollen und durch den Tunnel fahren? Dann? Ja, dann bleiben wir doch nicht hinter dem Tunnel stehen. Naja, aber es geht um Dover. Meinst du, ist Dover eigentlich eine schöne Stadt? Keine Ahnung, sie hat halt einen Tunnel. Einen Tunnel, ja. Das war auf jeden Fall der 6. Mai. Der 6. Mai war der Tunnel in Dover. Das ist die Information, die wir den Leuten da draußen geben. Der Anti-Diät-Tag? Der Anti-Diät-Tag, ganz wichtig. Heute hier Völlerei. George Clooney hat Geburtstag und die Bayern haben wieder mal einen Meistertitel geholt in 2006. Ja. Ja, das könnt ihr jetzt rausgehen, da könnt ihr jetzt rausgehen mit der Information, könnt allen erzählen. Ja. Viel Spaß beim Angeben. Cheerio, Miss Sophie.